Ja, wir können uns wieder anstarren. Vielleicht verlieben wir uns ja. Spürst du schon was in der Magengegend? Also ich noch nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Five Nights at Freddy's 3 mit mir, den Thomas von Playageddon. Ja, ich will dieses Spiel zwar nicht spielen, aber ich habe euch ja versprochen, das Spiel komplett durchzuspielen. Und ich würde mal sagen, Load Game. Ich habe mir im Übrigen heute einige interessante Theorien zu dem Spiel angehört. Zum Beispiel, dass der Telefonman eigentlich der Mörder der Kinder sein soll. Ob das wirklich stimmt? Ja, darüber lässt sich eigentlich nur spekulieren. Zum Beispiel in Five Nights at Freddy's 2 soll ja sogar noch vor der Geschichte von Five Nights at Freddy's 1 spielen. Das sieht man am Ende an dem Datum in dem Check, den man ausgestellt bekommt. Ist aber eine interessante Theorie. Newt Call, ich habe keinen Bock auf den. Zum Beispiel, dass Golden Freddy dieser Telefonfritze dann wirklich sein soll. Ob das stimmt? Aber die Theorien klingen eigentlich relativ logisch, würde ich mal sagen. Aber naja, der einzig wahre Mensch, der das nur weiß, ist ja Scott Hemsworth, würde ich mal sagen. Okay, da hinten steht er wieder. Okay, ich warte noch ein bisschen mit Audio-Error. Ah! Oh, Mann! Foxy the Fox stand da wie... Alter! Ich bin nur gefickt, Alter. Alles war ja kaputt. Alter, da hab ich mich jetzt wirklich erschreckt. Und ich habe mir heute ganz schön viele Gruselgeschichten noch angehört bei Creepypasta Punch. Und ja, jetzt muss ich noch ein Horrorspiel spielen, aber... Naja, geht in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Hello. Scheiße, der war drinnen, der fühlt sich wieder verarscht. Irgendwann riecht er wahrscheinlich im Braten. Oh oh. Steht er da noch? Hello. Nein. Audio-Error. Audio-Devices rebooten. 1 Uhr ist es im Moment. Nein, er ist da. Ich habe ihn laufen sehen. Och, jetzt habe ich mich aber erschreckt, Ballon, Junge. Ja, ich werde wieder sterben. Er ist ja angelaufen gekommen, jetzt kann er jeden Moment kommen. Also habe ich auch nichts dagegen, ja. Oh, da habe ich mich jetzt aber erschreckt. Ich habe dich ja überhaupt nicht den Gang entlang laufen sehen. Springtrap heißt das. Ich habe immer Snaptrap gesagt. Ich weiß auch nicht, wieso ich Snaptrap gesagt habe. Es ist einfach Springtrap. Springtrap. Ja, ich habe so einige Probleme mit den Namen. Weiter geht's. Wenn das Spiel auch mal laden würde mit meinem richtig geilen PC, wo noch nicht mal dieses Spiel richtig flüssig läuft. Play Audio. Und da ist er ja schon wieder. Ich habe jetzt gesehen, dass man eigentlich nur bei der Kamera stehen bleiben soll. Und jetzt wieder Play Audio, weil er gleich ja wiederkommt. Also so habe ich mir das bei anderen Let's Playern angeguckt. Das ist immer echt schlimm, wenn er dann in den Gängen ist, beziehungsweise in den Luftschächten. Ach, da ist er ja wieder. Putzig, wie er da steht, was? Wieso kommt der Junge denn nicht? Hä? Verstehe ich wirklich nicht. Alter! Reboot all! Würde ich mal sagen, dass wir alles rebooten. Oh oh. Wenn der Ton kommt, weiß man, dass irgendwas... Ich glaube, Freddy kommt gleich. Alter, wie lange dauert das denn? Auch Freddy, man darf ihn noch nicht allzu lange angucken. Hello. Denn wenn man ihn lange anguckt, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, springt er dich an. Und der dance dann den Flur entlang. Dance on the floor. Nee, warte, wie hieß das Lied von Jennifer Lopez? Keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Okay, Audio Devices rebooten. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er nicht wieder da entlang läuft. Aber ich verstehe nicht, wie er so schnell in den Gängen entlang kommt. Okay, er ist wieder da. Jetzt warten wir, bis er wieder verschwindet. Jetzt mal wieder Play Audio. Okay, sind wieder 2 Errors gewesen. Kamera und Audio Devices. Naja, Camera System und Audio Devices. Boah, mit meinem richtig geilen amerikanischen Akzent hier.
Wo ist er denn? Einfach Play Audio. Ist er da hinten oder nicht? Nein. Das heißt, er ist schon meilenweit weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Wahrscheinlich werde ich die ganze Zeit von irgendwelchen Viechern beobachtet, aber... 2 Uhr. Ich habe aber noch nichts in den Luftschächten gehört. Dann weiß ich auch nicht, wo er ist. Ha! Ach du Homo-Boah. Mann! Oh, Ballonboot. Alter, das kam echt unerwartet. Ich dachte als erstes, ich muss wieder so alles rebooten, aber nein. Aber ich habe mir überlegt, ist auch kacke, wenn ich rausschneide. Dann mache ich die Folge etwas länger und dann habt ihr auch was davon. Ah, Load Game. Irgendwann müssen wir die fünfte Nacht hier schaffen. Ich habe auch überlegt, wenn ihr Interesse dann dran habt, dass ich irgendwann vielleicht The Binding of Isaac Rebirth Let's Playe. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr daran Interesse habt. Denn das ist so irgendwie so ein Spiel. Ich bin da nicht gut drin, aber man kann es lernen. Und da ist Springtrap wieder. Wir warten ein bisschen, bis er sich verpisst sozusagen. Und dann machen wir wieder Play Audio. Hello. Play Audio. Ja, er ist wieder da, schätzungsweise. In der fünften Nacht kann man überhaupt nicht chillen, egal. Was ich euch noch zeigen wollte, das schlechte Ende, da muss man ja einfach nur durchspielen, und das gute Ende. Das gute Ende wird wahrscheinlich sehr aufwendig zu sein. Das wird sehr aufwendig sein, denn das dauert bis zu 2 Stunden, bis man das erreicht. Und glaubt mir, das kann man durch Zufall nicht erraten, wie das geht. Also, das geht nicht, das muss man googeln oder bei anderen gesehen haben. Dann könnt ihr es ja mal selber ausprobieren, wenn ihr es wollt. Also, das wird noch ein bisschen dauern. Ich werde das gute Ende erst nach dem ganzen Spiel machen. Jetzt müssen wir wieder warten, bis er sich verpisst. Hello. Kommt Freddy wieder angelaufen? Nein. Audio Devices rebooten. Vielleicht schaffen wir mal mehr als 3 Uhr. Oh Mann! Vielleicht, wenn ich jetzt schneller klicke? Vielleicht funktioniert es dann? Ach ja. Ich mach doch gerade Reboot the Ventilation. Oh nein. Er ist schon wieder auf dem Weg zu mir. Ah, heyo. What's up? Ja, wir können uns wieder anstarren. Vielleicht verlieben wir uns ja. Spürst du schon was in der Magengegend? Also ich noch nicht. Vielleicht dauert es ein bisschen länger mit dem Verlieben. Spürst du jetzt was? Ach ja, leck mich. Och. Man hat dich überhaupt nicht lang laufen sehen, Springtrap. Was soll ich eigentlich tun, wenn er da ist? Irgendwie... Ja, geh weg. Ja, jetzt bin ich tot. Och. Ja, jetzt bin ich tot. Oh nein, das kam vielleicht unerwartet. Das kam sehr unerwartet, wirklich. Ja, komm, machen wir noch einen Versuch. Wird dann eine längere Folge, aber ist auch schön für euch. Habt ihr was zu sehen? Aber irgendwie, wenn ich mich so... Bis jetzt in der Folge habe ich mich nur einmal erschreckt und das war bei Foxy, so Fox. Ja, aber komm, das ist schon richtig creepy, wie er da steht und dann, ja. Ich weiß irgendwie nicht. Irgendwie auf den Kameras kann man ihn auch ganz schlecht erkennen, finde ich. Das hätte Scott ein bisschen besser machen können, aber trotzdem. Respekt, dass er das Spiel alleine gemacht hat. Ach nein, da stand er schon. Fuck. Audio muss sich ein bisschen beeilen, sonst sind wir wieder schnell weg. Okay, da steht er wieder. Aber er sieht ein bisschen böse aus. Vielleicht hat er sich auch verarscht gefühlt, da der Ton ja in seinem Zimmer kam, als er gerade drin war. Wir warten jetzt ein bisschen, bis er wieder verschwindet. Vielleicht bringt er ja mir ein Geschenk mit, weil die Geschenke, die da unten links liegen. Ist mir nie aufgefallen, dass da Geschenke liegen. Hello. Er ist wieder zurückgekommen, bin ich mir sehr sicher. Aber ich find's scheiße, wenn man was rebootet und das andere dann irgendwie auch einen Error hat. Das hätte man auch ein bisschen besser machen können. Oh oh. Ist er wieder da? Ja, der ist wieder da. Oh nein, Freddy. Ich hasse es, wenn er da rumdanzt. Warte mal, wie hieß das Lied von Jennifer Lopez denn?
Dance on the floor, floor on the dance, dance on the floor, dance on the floor. Und dance on the floor, würde ich mal sagen. Ventilation. Ah, Foxy, so Fox, Fox. Oh nein. Mann. Bei dem werde ich mich immer erschrecken. Okay, da steht er wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis er wieder verschwindet. Dann werden wir Play Audio machen, damit er wieder sofort zurückkommt. Oh oh, das sah nicht so aus, als wenn er zurückkommt. Vielleicht ist er auch angepisst. Das kann natürlich auch sein, ne? Spekulation über Spekulation. Play Audio, bitte komm zurück. Bitte tu mir den Gefallen und komm zurück. Ja, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Wir sind sowas von gefickt. Ja, komm. Das war klar. Ich habe ihn zu lange angeschaut und dann passiert sowas. Ja, jetzt kommt auch noch Springtrap und dann... Ja. Ich bin tot. Aber irgendwie, ich schaffe die fünfte Nacht einfach nicht. Tut mir leid. Ich bin zu inkompetent. Aber vielleicht gibt es hier unter euch einige, die das Spiel viel besser können als ich. Und das wäre ganz nett, wenn ihr mir das unten in die Kommentare reinschreibt. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Also in der nächsten Folge, ihr könnt es entscheiden. Wollt ihr alle meine Versuche sehen, wie ich die fünfte Nacht schaffe? Oder ich zeige den Versuch, wo es klappt, auch wenn ich an 2 Stunden spielen muss. Ihr könnt es entscheiden. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen Five Nights at Freddy's mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.